They see me rolling, they hating, patrolling and trying to catch me riding dirty. So, Take 27. Ich hoffe, wir schaffen es jetzt. Ja, willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Terraria zusammen mit WC. Vincent. Ja, hallo. WC. Oder so irgendwie. Keine Ahnung, dein Logo ist scheiße. Nee, Spaß. Auf jeden Fall wollen wir diese Folge ein bisschen anders machen. Ja, wir werden die heutige Folge ein bisschen schneller abspielen lassen, weil wir heute eigentlich nur farmen und Kissen sortieren werden und so weiter. Und weil es eigentlich uninteressant ist, werden wir das einfach nur ganz schön abspielen lassen und ich werde es noch ein bisschen kommentieren. Und ja. Ja, wie gesagt, wir werden diese Folge ein bisschen schneller abspielen lassen und ja, einfach, dass das nicht irgendwie über 10 Folgen gestreckt wird, wie wir hier jetzt in der Höhle farmen werden und so weiter. Und ja, wenn es gut läuft, werden wir dann in der nächsten Folge vielleicht schon den ersten Boss oder so machen. Und ja, ja, habt Spaß, falls ihr euch das überhaupt anseht. Und. Und ja, so als erstes haben wir mal unsere ganzen Kisten sortiert. Also Kisten für Erze, Blöcke, Pflanzen, Trophäen, Waffen und Ausrüstung, Essbares und Sonstiges und so gemacht. Danach haben wir die Kisten auch umbenannt, damit wir die Ordnung halt leichter beibehalten können. Und ja, man kann Truhen echt umbenennen. Also wenn ihr das noch nicht gewusst habt, dann seht doch mal mein Video 5 Dinge in Terraria, die du wissen solltest an. Weil da habe ich das zum Beispiel auch gesagt und noch ein paar andere Tipps. Solltet ihr auf jeden Fall ansehen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und ja, Link dazu ist in der Beschreibung. Und es ist ja ganz praktisch, dass unsere Kisten so sortiert sind. Dann können wir immer leicht überall was finden. Ja, und als nächstes haben wir dann Holz gefarmt und noch ein Stockwerk dazu gebaut. Und währenddessen ist ironischerweise auch ein Bewohner eingezogen, nämlich der Malermeister Darren. Darren oder so, keine Ahnung wie der heißt. Also auf jeden Fall Darren, so schreibt man es halt. Und ja, bei denen kann man halt Pinsel, Farben und Spachtel und so einen Shit kaufen. Aber ich glaube, wir werden das später nochmal genauer zeigen, was der ganz genau macht. Jo, er hat sich als erstes mal in unseren unteren Stockwerk breit gemacht. Da habe ich ihm natürlich sofort gesagt, er soll sein Malerarsch in sein eigenes Zimmer bewegen, weil, was denkt er sich? Hier unten bei uns einzuziehen, das ist unser Reich und so. Da haben wir schon gedacht, what the fuck? Und jo. Jo, und dann hatten wir auch keinen Bock mehr auf die ganzen anderen Bewohner und haben uns dann in den Untergrund verpisst. Jo, alles nur Scherz, wir lieben natürlich unsere Bewohner. Sie sind sehr billige Arbeitskräfte. Ja, und auf jeden Fall haben wir uns dann weiter nach unten gebuddelt und da haben wir dann eine Eisenbahnstrecke gefunden und da sind wir natürlich sofort mit unseren Minecarts herumgedüst. Ja, und dann habe ich so ein komisches Granitbiom oder so etwas entdeckt. Da sind auch die komischen Kreaturen drin, die man zum Beispiel in unserem Intro sieht. Ja, das komische Ding hier. Ja, genau das hat uns dann angegriffen in diesem Biom. Und ja, das haben wir ja erstmal ein bisschen erkundet. Und dann ist das passiert. What the fuck? Ja, Simplex hat eine komische Falle ausgelöst und ja. Also ich weiß nicht, ob das der Falle war, aber war halt ziemlich komisch. Und ja, da sind wir weitergegangen und haben weiterhin Erze abgebaut und so. Und dann haben wir auch noch ein Pilzbiom gefunden und weiterhin Sachen abgebaut, wie zum Beispiel Pilze und Erze und sowas. Und ja, dann haben wir auch noch weitere komische Kreaturen und sowas gefunden und auch Kisten. Und in den Kisten waren auch ganz gute Sachen drin. Das zeigen wir auch noch später dann mal.
Und ich habe dann auch ein Jojo gefunden, also von einem Tier gedroppt bekommen. Und das ist richtig geil. Also ich finde halt Jojos generell ganz geil. Sie haben jetzt zwar nicht, also das Jojo hat jetzt nicht die beste Angriffskraft und so, aber es ist eigentlich ganz cool. Und ja, dann hat Simplex gegen so komische Kreaturen wie Medusa und so ein Hoplite oder sowas gekämpft und hat auch ein bisschen Gladiatorenrüstung bekommen. Ich glaube, das sieht man in seiner Folge ganz gut. Ach ja, das Wort dieser Folge ist ich. So, ICH, ich. Ja. Lol. Und ja, also generell haben wir eigentlich durchgehend gefarmt und ganze 2 Stunden lang aufgenommen. Also schon fett, jo. Simplex hat dann auch einen komischen NPC gefunden, bei dem hat er dann Tränke und Ausrüstung für mich. Also ein bisschen Ausrüstung für mich halt, gekauft. Weil ich halt ein Jojo habe und da hat er ein komisches Teil gekauft, damit mein Jojo stärker ist. Aber das zeigen wir euch dann mal in der nächsten Folge. Und ja. Und wir hoffen jetzt, dass wir auch für den ersten Boss jetzt bereit sind. Und ich glaube, den. Ja, vielleicht. Wir sehen wir den schon in der nächsten Folge, mal schauen. Und ja, das war es eigentlich mit dieser Folge. Und danke Leute fürs Zusehen. Ich hoffe, die Folge hat euch auch gefallen, weil die ein bisschen anders war. Aber auf jeden Fall danke Leute fürs Zusehen. Schon wieder. Und bis zum nächsten Mal.